Und damit hallo und herzlich willkommen zu Minecraft. Misty mit dabei ist wie immer Finn. Sag hallo. Hallo. Und ja, was ich für diese Folge geplant habe. Ja, ich hab's gesehen. Was ich für diese Folge geplant habe, ist mein Haus nochmal weiter ausbauen. Ich hab nämlich vor, mich in den. Und was ich für die Folge geplant habe, ist ein Warpbox zu machen. Ja, das auch, aber das ist nicht so wichtig wie mein Haus. Und so, machst du dein Haus. Ich bin jetzt nämlich extra hochgekommen. Ich weiß noch nicht, wie ich aufs Dach gekommen bin, aber ist ja nichts Neues, oder? Du bist ein komischer Mensch, Finn. Ich komme immer auf dich herauf. Ich weiß noch nicht, wie, aber ich komme hoch. Wobei, Medium macht. So, ja, so passt. Und ja, so, Leute. Ich hab die Enderperlen aus dem Lucky Block mitgebracht und Papier. Na gut, weil Bambusfarm, die ich hab. Ich weiß, wie Warpbook funktioniert und geben sie mir Zeug einfach. Ich mach für ihnen und für mich und für uns allen. Das ist alles, was ich hab. Ich hab noch viel mehr Papier, wenn du brauchst. Ich hab nämlich da unten, wie gesagt, letztens eine richtige Zuckerfarm gehabt. Nee, passt schon. Ich brauch nicht so. Hier kannst du mein Lucky Sword haben. Okay, dann für die Warp Pages, das kennt ihr ja bestimmt, wenn ihr Magic schaut, auch. Ich mach einfach mal 4 Stück, damit wir bei uns beiden eine Warp Page setzen können. Und so. Und für die Warp Books brauchen wir auch. Ja, aber jetzt erstmal brauchen wir nicht alles. Dann können wir lieber sparen mit dem Papier. Muss mir auch ein Bett machen, sonst spawn ich hier nicht mehr. Warte, ich muss gerade sortieren. Okay, er hat gerade meine Diamanten geklaut. Hier. Dann hier 2 Warpages für dich. Also Warpages sind immer wichtig. Und rettliche Papyrus, die ich gegeben habe. Okay, wie heißt mein Haus? Nikos Haus. Nein, Minenarbeiterhütte. Ich nenne es Nikos Haus. Weil mein Haus ist ja jetzt halt inspiriert an so eine Minenarbeiterhütte. Dann nenne ich es auch einfach so, wie kreativ. Das wird noch Nikos Haus, Nikos Haus. Und du hast meine Warpage. So. Warte mal, hast du mir deine Warpbook gegeben? Hab ich? Ja. Nein, hab ich nicht. Hä? Hä, wie hab ich das gemacht? Ist jetzt schon da angestellt. Wie über den Lichtschwert wohl? Ich hab dupliziert. Wie über den Lichtschwert also? Nein, mein Lichtschwert hat dafür gesorgt, dass meine Zauber verschwunden sind. Hm. Und Finn und ich haben auch eine Ankündigung. Das fällt mir jetzt wieder ein. Wir haben was sehr Großes geplant. Darauf freue ich mich so mega. Also wirklich, ihr werdet nicht verstehen, was mit euch passiert, wenn ihr das hier seht, aber es wird noch lange dauern. Es ist jetzt in der. Euer Leben verändern. So krass ist es dann auch nicht, aber es ist schon. Es ist schon krass. Dieses wird euer Leben verändern. Es ist auf jeden Fall das Aufwendigste, was ich jemals gemacht habe und. Ich denke, dass das Ganze eineinhalb Jahre oder ein halbes Jahr mindestens dauern wird, bis es komplett fertig ist und auf den Beinen steht. Und aber ich kündige hier jetzt halt an, dass es halt ein großes Projekt wird, das nur eine Folge haben wird, die aber richtig lang ist. Und ja, dort wird es so verschiedene Charaktere geben, auch wieder, also wie hier. Aber. Es ist viel mehr Roleplay, also wir spielen in dem Fall nicht Finn und Nico, sondern wir spielen eigene Charaktere. Ich freue mich schon. Es ist ein kompletter Roleplay-Server, der basierend auf einem Video ist, das ich mal gesehen habe. Und zwar, ich habe 100 Tage überlebt von Charlie Slimesicle in der Zombie-Apokalypse. Jetzt hast du schon alles verraten. Tja, ich kann ja verraten, worum es geht. Trotzdem wissen die ja nicht, wie es ist. Oder ich schneide einfach das raus, worum es geht. Nee, kannst du ruhig sagen. Uiuiui. Schade, das ist, glaube ich, Dark World. Warum hast du so Blödes gemacht? Das muss ich alles einrichten, also echt. Ja, das ist Dark World. Ich hasse es. Ich muss unterscheiden können zwischen Fichtenholz und Dunkelheichenholz. Was machst du denn gerade? Ich hol mir Materialien für mein Bauprojekt. Ach so. Okay, interessiert mich nicht.
Ach, wie nett. Ich weiß, bin ich doch immer. Ich hole mir ein Klavier. Soll ich mir einen Flügel oder ein Klavier nehmen? Du sollst dir ein Lehm kaufen. Ein Klavier, okay. Nee, ein Lehm. Und es wird schon wieder Nacht, finden, das ist nix gut. Ich am Bett, ich kann schlafen. Ich auch. Ich kann Alter. Nacht schlafen. Okay, und schlafen. Sag mal, man schlafen gehen kann. Ich kann schlafen. Du kannst schon lange schlafen gehen. Ach Gott. Okay. Okay, das erste Stockwerk ist fertig. Ja, okay, aber hier oben muss ich ja nicht so viel machen. Jetzt kommt die Küche. Das ist jetzt schwer. Ich darf noch eine Küche, oder? Ich mache mir eine Küche. Das ist dein Haus, mir ist so egal, was du dort reinpackst. Eine Küche? Hast du mir sonst immer verboten? Das ist eine Lüge, ich habe nur gesagt, dass es nicht so ganz ins Projekt reinpasst. Jetzt schon? Jetzt schon eher. Passt doch, ich hole noch einen Kühlschrank. Ja, okay. Küche. Ach ja, Leute, ihr erinnert euch bestimmt an meine Hauskuh namens Gertrude. Die hat jetzt einen Namen. Ich weiß nicht, ob ich da schon einen Namen gegeben habe. Jetzt heißt sie auf jeden Fall Gertrude. Wie gut, schön, dass es eine alte Version ist und wo es noch keine Endermilben gibt. Da ist der Wolf. Weil ich hasse diese Viecher. Ja, ich bin auch klug. Ich teleportiere mich komplett zu deinem Haus, ohne eine Warp-Page zu nehmen. Warum? Ich, weil ich nicht klug bin. Das ist ja was ganz Neues. Was? Doch, was kann ich eigentlich? Ich wollte gerade eine Warp-Page mit Kohle craften. Soll ich mir einen Glastisch als Esstisch nehmen oder einen Holztisch? Du kannst es machen, wie du willst. Warte, ich komme gleich zu dir hoch und du musst es mir sagen. Ich bin gleich bei dir. Achso, gut. Ich habe nämlich jetzt eine Auswahl zwischen vier Tischen. Komm ins zweite Stockwerk hoch. Welches soll ich nehmen? Welchen Tisch? Der hier hat Swag und der hier sieht nice aus. Gut, dann nehme ich den. Okay. Gut, der danke schön. Tschüss. Glas Fisch wieder. Und du, das kannst du noch haben. Nee. Gut. Dann tschüss. Okay, deine Warpage heißt jetzt, also die für dein Haus heißt Finns unglaubliche Baumstube. Eigentlich ist es Holz, ja, okay, gut, lass ich sein. Ihr müsst wissen, Finn hat halt nichts Besseres zu tun, als in Bäumen zu füllen, weshalb er sein Haus darauf basierend hat. Danke, schätze ich. Ja, es ist cooler, wenn man Dorfkind ist und in Bäumen füllt, als wie in Hochhäusern. Das stimmt. Und ja, Leute, wie war euer Wochenende so? Habt ihr irgendwas Spezielles gemacht? Könnt ihr gerne in die Kommentare aufschreiben. Ich hasse es, dass ich immer meine FPS anpassen muss in diesem Projekt, weil die immer unten sind. Das fällt mir aber auch immer viel zu spät auf. Und da ist noch einmal weiter runter. Und dann könnten wir schon auf der richtigen Höhe sein. Wenn ich jetzt weiß nicht, ob ich immer wieder einen Esstisch brauche, aber ich habe jedes Mal einen. Das ist doch schön. Ich meine. Ja, ich bin hier. Soll ich dich mal zum Essen einladen, wenn es fertig ist? Du kriegst Restchen. Kann auch passen. Ey, so groß bin ich noch nie zu dir. Ja, und ich war noch nie so nett, indem ich das im Weg zu sagen, dass du vielleicht kochen kannst. Gut kochen, ich hatte damals eine Farm. Das heißt nicht, dass man gut kochen kann. Aber ich habe Brot und Brot ist immer gut gewesen.
Naja. Das ist debattierbar. Siehst du? Das, ich habe gerade gesagt, das ist debattierbar. Das heißt, in der Tagesordnung kann man sich streiten. Ich will mir Lampen raushängen. Welche Farbe soll ich holen? Vielleicht die Farbe, die du am schönsten findest. Nehmen wir einen Kerzenhalter her. Weg, Licht. Kerzenhalter kommt rein. Oh nee, der ist zu hoch. Ah nein, passt. Was machst du da? Meine Terrasse. Wann hast du eine Terrasse? Seitdem ich angefangen habe zu bauen. Echt? Ja. Wie schön ich auf dich aufpasse immer wieder. Ja, ich... Das ist cool. Weißt du, Finn, dort wo du rausschauen kannst, kann ich auch reinschauen. Wie schön. Also fühle ich mal nicht so, so krass mit deinem Teil. Gut, und unten hin kommt dann ein Wohnzimmer nach unten. Ich brauche zwei, ne? Das ist ein ja, das könnte problematisch werden, Leute. Das ist sehr toll angestellt. Nur schlecht gebaut. Nichts, was ich bis morgen sollte. Okay, du weißt. Ich glaube, die sind zu hoch, oder? Was solche Lampen, aber ich meine, die würden gut herpassen in die Stadt, oder? Warte, ich bin gerade am Bauen, also am Craft. Hey, die würden wirklich gut in die Stadt reinpassen. Craft an 2. Also wie Craft an 2. Mit 2. Wie man 2 macht. Simpel. So craftet man die hier noch, weil es hier gibt nur Eichenzäune. Ich brauche einen Fernseher. Und Fernseher hole ich hier so rein. Okay. Zäune waren damals noch richtig teuer, Leute. Büschel anders lösen. Und schon so lösen, dann ist alles ohne Probleme. Also wenn du mal kurz runterkommen würdest, dann kann ich dir nämlich gut zeigen. Ja, ich bin gerade aber am Haus bauen. Das ist nur zweitrangig. Nee, ich sehe das als meine Hauptpriorität. Ja, nur dass es gerade als zweitrangige Hauptpriorität ist. Nee. Doch. Nee. Aber ich hab's gesagt. Okay, ich bin da. Gut, komm mal raus. Ich bin in den Hof. Achso, ich soll in deinen Hof rein, okay. Zu den Tieren. Ja, hier. Das könnte man vielleicht gut für die Stadt benutzen, oder? Zum Ausleuchten. Ja, könnte man. Gut, das war das Einzige, was ich wollte. Nun ja, finde ich, geh mal wieder ein bisschen erkunden und so. Gut. Schau vielleicht mal die andere Richtung nach, wo die Häuser wir hatten. Weil da waren wir noch nicht so unterwegs. In die Richtung, wo wir unsere Häuser haben. Mhm. Okay, also unsere alten. Nein, in die andere, wo wir jetzt haben. Ja, das mache ich dann nächste Folge. Ich bin nur ein bisschen erkunden im Bereich von unseren alten Häusern, um zu schauen, ob wir dort nicht Loot haben. Ach so, okay. Können wir auch machen. Ich kann dazu auch machen. Aber ich kann leider gerade nicht. Was wird das hier? Hier ist unser altes Haus. Das heißt, wir müssen in diese Richtung. Vermisst du es schon? Nee. Ich auch nicht. Ich meine, es war neben einem Ort, wo eine Leiche von uns lag. Hier sind Antispinnen, die sind einfach negativfarben. Also statt rot-schwarz sind die blau-schwarz. Ach ja, wenn du blau-schwarz, sondern blau-weiß. Wenn du Sachen brauchst doch von unserem alten Haus, kannst du es ruhig nehmen. Weil ja, die Sachen da drin sind alle uninteressant. Ich schaue ja gerade, ob wir dort irgendwas Interessantes haben. Zum Beispiel Enderaugen. TNT, das ist halt Spruce Wood für mich wichtig. Was ist wichtig? Spruce Wood ist für mich wichtig. Ich hab nämlich. Doch, zu allem irgendwas da ist. So.
Leute, ich bin ja, ihr wisst ja, ich bin kein normaler Mensch, oder? Nein, du bist abnormal. Ich bin sehr normal. Ich hol mir einen Billardtisch. Mach mal kurz eine Warpage hier, ja? Warum? Ah, die Zuschauer werden es sehen und du dann auch, wenn die Folge fertig ist. Das wird lustig. Das brauche ich. Hast du zufällig einen Feuerstein? Feuerstein, ja, habe ich. Dann komme ich mal kurz zu dir. Könntest du mir den nehmen? Ich habe nur einen. Ich habe 6 Stück, kriegst alle 6. Okay, genau. Ja. Oh, danke. Bitte. Ich hab mir ein paar Feuerzeuge gecraftet aus den. Glaubt, das sollte so passen, oder? Ist jetzt nichts Großes hier, die Einrichtung, ist nur was Kleines. Ja, passt. Aber wo ist jetzt mein Biertisch hin? Biertisch vielleicht. Ich kann lieber. Es ist so viel schöner, die Welt. Als welche? Als Magic? Nee, jetzt nach dem, was ich gemacht habe. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber wenn du sagst, musst du irgendwas dran sein, eventuell. Du kennst ja unser altes Haus. Hast du es weggesprengt? Kann man so sagen. Hast du wenigstens die Möbel rausgemacht, weil die brennen nicht? Ich habe ja eine Explosion benutzt, das heißt, alle Möbel sind weg. Ach so, gut. Ich habe ja TNT noch in der Chest gefunden. Okay, dann. Welches Haus? In der Chest von Dings, von dem alten Haus. Welchen? Da waren 2 Stück. Ja, in dem wir gewohnt haben für ein paar Tage. Eigengewohnt? Nee, das was von mir ist, das habe ich ja abgebaut und hier hergestellt. Wir haben trotzdem in beiden Häusern gewohnt. Ja, und das eine Haus steht quasi gesehen in überarbeiteter Form vor deinem Haus, das du jetzt hast. Okay, ich mal ganz selbst an. Sollte mich langsam wieder schlafen gehen. Ja, ich lieg schon im Bett. Warte nur auf dich. Du? Ich wollte gerade noch mein Haus anrichten, ein bisschen Deko. Kannst du auch, wenn wir geschlafen haben. Und ja, jo. Leute. Damit, dass die Folge jetzt schon wieder ein bisschen geht, würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn nicht, dann nicht. Und dann würde ich sagen, ciao. Leute.